Hallo zusammen, ich bin's, Raphael. Eine Serie, eine Miniserie auf Netflix, die sich mit Schach beschäftigt, ist The Queen's Gambit, oder Das Damen-Gambit auf Deutsch. Und diese Serie ist aktuell wirklich sehr beliebt und haben viele geschaut. Und Chess.com, ein kommerzielles Schachportal, bei dem man sich auch kostenfrei registrieren kann, aber dann wird eben Werbung eingeblendet, man hat nicht alle Funktionen. Dieses Schachportal ist immer so ein bisschen vorne mit dabei, auf solche Trends und auf solche Entwicklungen aufzuspringen. Und so kann man jetzt auf Chess.com auch gegen Bess Harman spielen. Und Bess Harman ist die Hauptdarstellerin, das ist eben diese Schachspielerin aus dieser Serie. So ein bisschen angelehnt ist ihre Geschichte auch an die Entwicklung vielleicht von einem Bobby Fischer, grob. Also, falls ihr Netflix habt, schaut euch die Serie an, sie soll sehr gut sein. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass Chess.com jetzt etwas Neues hat. Sie haben nämlich jetzt auch einen Bess Harman Bot, gegen den man spielen kann. Und den wollen wir uns mal anschauen heute. Und den findet ihr, wenn ihr auf Spielen geht, Live-Schach, dann sagt ihr gegen den Computer. Ich kann auch meine Kamera mal ein Stück kleiner machen. So. Und hier kann man jetzt gegen den Computer spielen und hier gibt es ganz viele Bots. Das heißt, das Lustige ist, Namen und vielleicht auch Bilder sind übernommen von richtigen Chess.com-Mitarbeitern. Und jeder ist jetzt hier ein eigener Bot mit einer eigenen Spielstärke und jeder spielt einen anderen Spielstil. Mehr aggressiv, mehr defensiv, viele Bauernzüge, viel mit der Dame. So gibt es verschiedene Spielstufen. Auch für Fortgeschritten, auch für Turnierspieler. Hier gibt es dann auch Meisterspieler. Das geht dann hier bis ein Rating hoch von 2450. Ganz unten gibt es Celebrities. Da kann man gegen zum Beispiel Andrea Botis spielen oder Hikaru Nakamura. Natürlich nur gegen den Bot. Und hier gibt es jetzt neu Bess Harman. Und Bess Harman gibt es erstmal aktuell nur auf der Webseite, in der App gibt es noch nicht. Da fehlt sozusagen dieser Bereich, da hat man die anderen. Es kommt bestimmt in einem der nächsten Updates, aber über die Webseite kann man es schon spielen. Muss sich eben hier registrieren, einen Benutzernamen anlegen. Und sie haben es jetzt hier gemacht, dass es mehrere Bess Harman gibt. Seht ihr hier unten unter der Webcam, seht ihr, es gibt jetzt hier verschiedene. Und da oben seht ihr auch, wie das Bild sich verändert und sie wird immer älter. Sozusagen. Kriegen wir das noch ein bisschen gescrollt hier. Ja, nicht so schön, aber ihr seht es ja hier unten, die Bilder und die stehen immer für ein Alter. Also dieses Bild ist zum Beispiel, hier ist sie 17 und hier ist sie jetzt schon 2400. Und die erste, hier ist sie 8 und da ist sie bloß eine 800er Spieler. Das hat man so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen geklaut, aber diese Idee ist im Grunde von der Magnus Carlsen App. Eine Magnus Carlsen App. Play Magnus kann man gegen Magnus Carlsen spielen in dem jeweiligen Alter, dem er ist. Das fängt dann, glaube ich, bei 5 Jahren an, 5,5, 6 bis er 28 ist und wird dann immer stärker. Quasi umso älter er ist, umso stärker ist er. Und so hat man das hier auch genommen. Also es gibt dann hier über Alter von 20, 2500, bis zum Alter von 22, 2700. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier, was nehmen wir? Bess im Alter von 9. Hier kann man auch sagen, ich möchte irgendwelche Hilfen haben. Ich mache mal die Hilfen aus und sage, jetzt nehmen wir einfach mal schwarz und spielen jetzt mal. Oben seht ihr auch Hello. Also sie kommentiert dann auch so ein bisschen im Stil der Serie. E4 is the best move according to Mr. Scheibel. Wenn ihr die Serie geguckt habt, wisst ihr, wer das ist. Und jetzt spielen wir einfach mal. Da habt ihr mal einen Eindruck, wenn ihr mal hier eine Spielstärke, die ein bisschen schwächer ist. Und sollen wir jetzt hier ernsthaft den Springer jagen? Ja. Können wir. Ja. Jagen wir mal den Springer. Also geht wieder da zurück. Jetzt hat sie viele Springerzüge gemacht. So ein bisschen ja schon wie.
Er hat mich hier jetzt so ein bisschen provoziert, meine Figuren komisch hinzustellen. Aber das spielen wir jetzt mal einfach mal recht zügig durch. Sie hat hier schon die erste Figur eingestellt, wenn sie zurückgeschlagen hätte. Dann hat hier oben die Dame verloren. Das heißt, sie hat jetzt hier eine angegebene Spielstärke von 1200. Und wir machen das jetzt hier nicht zu wild oder aufwendig. Wir spielen einfach. Don't like being attacked, okay. Auch interessant. Sollen wir den schlagen, die Dame? Mal den schlagen. Den Turm angreifen. Wegnehmen einfach, oder? Einfach wegnehmen. Ich glaube, man muss sich hier auf der Stufe auch noch nicht so wahnsinnig Gedanken machen. Einfach das Material einsammeln und dann passt das wahrscheinlich schon. Kann die Dame hier irgendwas? Nö. Bringen wir den Turm an. Bringen wir nochmal den Turm an. Oh, fesselt. Bringen wir dazwischen. Turm ist immer noch angegriffen. Mal die Rochade. Oh, geht da raus. Erzwingen wir mal einen Abtausch der Damen. Schach. Und ja, mal sehen, was sie macht. Würde ja schon gerne matt setzen, aber es wird noch nicht so richtig matt. So. Dahin. Dorthin. Das langsamste Matt der Schachgeschichte. Ganz unauffällig. Haben wir hier gewonnen. Da gehen wir doch gleich nochmal gegen den Computer. Und jetzt nehmen wir einfach mal die schwerste Stufe. So, hier ist sie ja 2700 im Alter von 22. Und jetzt nehmen wir mal Weiß, ja, ohne Hilfen, spielen. Und jetzt sollte es doch etwas deutlicher für sie ausfallen. Wird jetzt hier auch keine lange Trainingspartie drüber machen. Es soll jetzt einfach mal euch einen Eindruck vermitteln,
wie sie spielt, wie stark sie spielt. Und wie lange ich mich hier halten kann. Noch ist das alles hier Theorie. Na, ich sollte eigentlich ja. Sollte hier eigentlich für E4 spielen, um das Feld geht es jetzt eigentlich. Nun gut. Okay, da kommt besser noch mal rein. Noch mal auf meinen Läufer drauf. Und jetzt hat mir langsam einen Fluchtweg für den anderen Springer überlegen. Können wir einmal tauschen und dann weg. Ich glaube, hier muss ich doch nochmal zurückrudern. Hätte ich doch lieber um ein frühes E4 gespielt. So, wie kommen wir hier raus? Sollen wir gleich weg? Gar nicht so einfach. Sollen wir hier raus mit der Dame? Um den zu nehmen? Sind wir da schnell genug, wenn er angreift? Schlagen wir hier. Er schlägt, wir schlagen, sind wir nicht schnell genug und stehen unserem Springer im Weg rum. Ja. Ja. Und es ist sogar ein recht schöner Bauer, den er hier schlägt. Aber wir wollen ja hier keinen. Ah, der ist gefesselt. Wo gehen wir jetzt hin?
da reingehen, schlägt er einfach. Oder sie. Der Samen schlägt dann einfach. Wenn wir zurückgehen, holen wir hier den Sprenger Opfern, damit wir hier verdoppeln können. So, jetzt lässt sie mir mal ein bisschen Ruhe, das ist mal nicht schlecht. Auch mal was angreifen, vielleicht hier verdoppeln. Also wenn er mir noch so ein, zwei Züge Ruhe lässt. Kann ich mir hier noch so ein bisschen Hoffnung machen. So. Ja gut, weglaufen ist auch nicht schön, wenn hier der Angriff kommt. Aber wenn jemand bessere Ideen hat, soll er mit der ersten Figur schmeißen. Ich muss ja irgendwie hier aus der Schusslinie. Wenn ich gleich vor, dann stehe ich hier wieder im Angriff drin. Den vor, schlagen, 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 schlagen. Ja gut, wir wollen hier jetzt ja keine Langpartie spielen. So, jetzt möchte ich mal den hier irgendwie aussperren. Dass ich das irgendwie hier zugemauert kriege, so ein bisschen. So, jetzt weg und dann verliere ich da den Turm. So, jetzt weg. So, es kann sich nicht mehr wirklich toll was bewegen bei mir. Ja, doch. So. Kriegen wir das mal zu jetzt hier endlich? Dann wird natürlich der Läufer wieder stark. Darüber, da drauf. Das könnte ich hier schlagen, er kann dann allerdings den Bauern schlagen. Also noch mal eine Figur dazu. Und jetzt geht er vor. Und der macht hier zu viel Druck. Der muss weg. Ja. Kann man vielleicht irgendwie eine respektable Stellung nennen gegen eine 2700er Gegnerin, aber mehr ist es dann leider auch nicht. Schlagen, Dame schlägt, Schach, Turm wieder König rüber.
Also diese Fesselung und diese Fesselung kriege ich irgendwie nicht ausgenutzt. Wenn ich hier schlage, rechnet mit, schlägt die Dame zurück. Könnte ich hier in Schach sagen, König geht hier hin, ich schlage dort, Turm geht dazwischen. Ich habe aber auch einen Turm geopfert. Die Dame kann ja auch einfach wieder zurück. Ja, aber vielleicht geht ja irgendwie noch ein Dauerschach oder irgendwas. Irgendwas geht doch immer. So, jetzt wollte ich eigentlich hier schlagen. Das geht jetzt aber nicht mehr. Was eigentlich schade ist. Ich habe ja immerhin zwei Freibauern hier. Turm schlagen, Schach. Oh, ein schöner Fall, ganz schön schief. Schach bringt auch nichts. Ich kann hier schlagen. Wenn er so schlägt, schlage ich den Turm, Schach. Rüber, Schach. Rüber, Schach, raus, Turm kommt nach und es ist auch matt. Also ich kann nicht schlagen. Oh. Schach, 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 schlagen, Schach, Schach. Kriegen wir hier noch irgendetwas ans Laufen? Schach rüber. Schach schlagen, Schach. Alles nicht schnell genug. Wie viele Bauern kriege ich denn noch? Wenn ich alles tausche und habe noch die Bauern hier gegen Turm. Kriegen die irgendwas auf der Reihe? Ne, kriegen sie nicht. Oh, Moment mal. Wenn ich hier hingehe, kommt die Dame hier mit Schach. Das heißt, das ist schon hier. Das ist schon verloren. Ja, gut. Also, Besshamen spielt es nicht so feuerwerkmäßig runter, aber sehr präzise, sehr genau. Und irgendwie. Oh, da kommt auch noch der Schaffen.
von der anderen Seite. Schon fast zugzwangmäßig hier. Ja. Ich kann es ja nicht verändern. Das ist das, was denn? Ja, also, wenn ihr die Serie gesehen habt und Another Day, Another Victory für Bess Harmon, ihr habt hier Spielstufe von 800 bis 2700. Das heißt, ihr findet alles. Schreibt mal in die Kommentare, welche Stufe ihr geschafft habt. Würde mich interessieren. Ihr habt gesehen, hier 2700 definitiv zu stark für mich. Aber es ist natürlich ganz, ganz lustig, dass das Chess.com hier mit den Trends geht. Und wenn man mal gerade ein bisschen Abwechslung sucht, sind diese Bots keine schlechte Methode. Es gibt ja auch Leute, die genieren sich vielleicht ein bisschen gegen richtige Menschen zu spielen, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie da immer verlieren. Für die ist das vielleicht hier was. Probiert es aus. Ich wollte es euch jedenfalls mal gezeigt haben, da es gerade neu ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!